Leute, ihr wisst ja noch, vor einer Woche sind Ed und ich aus dem sichersten Bandrock-Gefängnis der Welt ausgebrochen und, wisst ihr, was passiert ist? Die haben nur mich wiederbekommen, Mann, was soll das? Leute, Ed ist noch frei, Mann, der ist noch auf freiem Fuß und ich bin jetzt hier wieder eingesperrt worden, das darf doch nicht wahr sein. Schaut euch dieses Gefängnis hier an, Leute. Was sind das hier für krasse blaue Blöcke? Ich war hier noch nie. Ich weiß, ich war schon mal in so einem pinken Gefängnis, da sahen die Blöcke auch so ähnlich aus. Aber warum sind die jetzt hier blau, Leute? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ey, und die sind nicht mein Kollege oder so. Ich bin ja komplett alleine. Lass mich hier wieder raus, bitte. Leute, ich kann hier nicht für immer bleiben. Ich muss hier einen Weg nach draußen finden. Deswegen muss ich schnell gucken, was kann ich hier tun? Kann ich hier die Glasscheibe abbauen? Nein, das geht nicht, Leute. Ihr seht es. Ich kann hier nicht kaputt hauen. Ich kann keine Blöcke kaputt hauen. Nicht mal das Bett oder so. Ich kann mich auch nicht hinlegen, sehe ich gerade. So, was kann ich hier? Ja, warte mal, habt ihr das gerade gesehen? Nummer 5? Warum kann ich da hochgucken, Leute? Und der Block ist viel dunkler. Ich glaube, da könnte was sein, Leute. Weil hier haben wir noch eine Kiste. Da ist auch nichts. Ist da vielleicht was runter? Guck mal, da kann man doch runtergehen, oder? Da müssen wir auch irgendwie durchkommen, Leute. Aber wie? Oh Mann, wir müssen da irgendwie runterfallen, Leute. Ich glaube, da können wir ausbrechen. Gut, aber ich glaube, man kann da hoch, oder? Oha, man kann hier hochspringen, als ob. Und da ist ein Schalter. Ich habe den aktiviert, Leute. Was ist jetzt passiert? Oh, die Tür ist hier aufgegangen, Leute. Habt ihr das gesehen? Die war doch eben noch zu. Ich glaube, ich kann die hier auf und zu machen. So, ich probiere es nochmal. Zack. Die ist noch offen. Jetzt sollte die zu sein. Ja, es klappt, Leute. Nice. Perfekt. Ich hoffe, es hat niemand gehört, oder? Und ich hoffe, mich hat auch niemand gesehen, Leute. Ich glaube, es ist alles gut. So, let's go. Ich glaube, wir können hier runtergehen, oder? Das muss doch irgendwie funktionieren. Ja, ich bin hier durchgefallen. Perfekt, Leute. Und wie komme ich jetzt weiter? Da vorne ist eine Kiste, oder? Hier ist ein Knopf drin. Okay, und wie komme ich jetzt wieder hoch? Leute, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich habe hier gerade ein Problem, Leute. Warte, da stand. Ich kann ihn platzieren auf die Kessel. Okay, mache ich mal. Passiert aber nichts gerade. Jetzt, Leute, ich bin wieder oben. Wie hat denn das funktioniert? Egal, Leute, ich bin auf jeden Fall wieder oben. Es hat funktioniert. Hier steht jetzt Reset. Nein, ich will nicht von euch spielen, Leute. Ich muss weiter ausbrechen. Kann ich hier mit dem Blockbreaker... Warte, kann ich einen Block damit abbauen oder was? Ich muss gucken, Leute. Und ich habe zwei Glasblöcke bekommen. Kann ich mich hochbauen, Leute? Das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, ich kann die platzieren, die Blöcke. Aber wo soll ich dann hingehen? Oder muss ich auf Reset drücken? Mach ich mal. Hä? Ach, ich kriege jedes Mal die Spitzhacke neu, okay? Die wird, glaube ich, resettet. Ich glaube, ich kann mir die unendlich aufgeben, wie ich will. Okay, jetzt müssen wir weiter den Weg finden. Wo können wir uns hier rausbauen, Leute? Warte mal, hier ist ganz auffällig ein Glasblock. Vielleicht müssen wir die hier platzieren. Nee, ich kann die hier nicht mal platzieren. Okay, ich probiere es gerade. Hä, ich konnte die jetzt hier hin platzieren. Leute, kann ich hier hoch? Nein. Ich glaube, damit kann ich die wieder abbauen, oder? Okay, Leute, ich glaube, das war auch nicht richtig. Was müssen wir hier tun? Ich weiß es nicht. Können wir das vielleicht nochmal aufmachen? Nee, guck mal, der Schalter ist weg. Wir können die Tür gar nicht mehr aufmachen, oder? Nein, es geht nicht. Ah, Leute, jetzt sehe ich es. Guck mal, ich kann den Boden mit der Spitzhacke abbauen, aber ich habe nur einen Versuch, oder? Ja, ich kann nur einen Block abbauen. Oh nein, Leute, was machen wir jetzt? Warte, ich baue den mal ab. Und? Der ist kaputt. Was jetzt? Leute, das hat gar nichts gebracht, oder? Wir probieren es nochmal, Leute. Ich muss herausfinden, was wir hier tun müssen. Und der Block ist auch wieder weg. Vielleicht muss der hier hin? Nein, auch nicht. Muss ich die überhaupt da platzieren, Leute? Ich weiß es nicht. Bringt das hier überhaupt alles irgendwas? Oder Leute, ich hätte eine Idee, wie ich hier die Map austricksen kann. Guck mal, jetzt habe ich zwei Spitzhacken und ich habe es resettet. Jetzt kann ich die beiden Blöcke platzieren. Vielleicht einmal hier können wir einen Block abbauen. Da können wir den... Kriegen wir den Block gedroppt? Nein, kriegen wir nicht, aber... Hä? Warum geht jetzt die Tür auf, Leute? Was war das für eine Logik? Hä? Das hat funktioniert. Warum mussten die Blöcke genau da und da hin? Das ergibt doch gar keinen Sinn, Leute. Ich habe das gerade überall probiert. Ah, ich habe eine Idee, weil guck mal, auf der Seite ist bei der rechten Seite ein Glas. Und bei der Seite ist auf der linken Seite ein Glas. Ah, vielleicht hat es damit was zu tun, Leute. Könnte sein, dass sie uns Räume hier die Tipps gegeben haben. Aber okay, lass weitergehen. Guck mal, Leute, hier sind einfach alle Zellen. Ich war bei Zelle 306, hier gibt's 307. Können wir die jetzt... Wir können die alle aufmachen, wenn wir wollen. Nein. Ja, wir können jeden rauslassen, aber hier ist sonst jemand eingesperrt, oder? Wir haben auch alle Zellen. Okay, sind auch Kisten. Kann man hier auch irgendwo nach oben gehen? Nein. Ich kann jetzt da vorne sogar zur Mine gehen, oder was? Leute, das kann nicht wahr sein. Warte, ich mache erstmal alles auf, würde ich sagen. Und ich gucke erstmal lieber alles durch, bevor ich hier weitergehe. Okay, guck mal, die Tür kann ich gar nicht aufmachen. Oh, guck mal. Da unten, da blubbert. Seht ihr das? Vielleicht müssen wir da gleich irgendwie hinkommen, Leute. Müssen wir doch herausfinden. So, ich gehe erstmal jetzt jedes Zimmer durch und gucke, ob ich hier irgendwo was finden kann. Das war, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Ja, tatsächlich, hier war ein Schalter drin, Leute. Das war so klar, dass hier irgendwo was versteckt ist. So, wir gucken noch weiter. Den Schalter habe ich jetzt gefunden bei Zelle 308, falls ihr die Map auch spielt. So, weiter geht's. Oh, hier sind auch noch ganz viele Sachen. Okay, wir merken uns die Anordnung. Ich würde sagen, ich ziehe das genauso runter, wie das hier gerade ist. Vielleicht ist das der Weg gleich oder so. Vielleicht brauchen wir das gleich.
Wir gucken gleich auf jeden Fall weiter. So, hier ist auch eine Kiste, hier ist aber nichts mehr. So, und hier 312, können wir jetzt hier hin? Kann ich das hier in Platz ziehen irgendwo? Nein, ich glaube nicht, oder? Ich versuch's gerade, Leute. Ich kann hier nirgendwo klicken. Okay, Leute, wo wollen wir dann zuerst rein? Hier in die Kantine oder da hinten zur Miete, Leute? Ich glaube erstmal hier, oder? Guck mal bei meinen Kollegen. Darf ich überhaupt hin? Oder arbeitet er hier, Leute? Keine Ahnung. Guck mal, ich kann hier Essen mitnehmen. Let's go. Lass hier alles einfach rausnehmen. Darf ich hier rüberspringen? Nein, ich kann hier nicht rüberspringen. Geht nicht. Schade, okay, dann gucken wir noch weiter. Finden wir vielleicht irgendwo was versteckt? Was wir hier mitnehmen könnten. Ich glaube, sonst ist hier... Doch, da ist eine Kiste. Das war so klar, Leute. Ich bin hier voll der Profi. Let's go. Wir haben eine Karte gefunden. Hä? Ein Diamant plus ein Goldapfel? Was dann, Leute? Ich glaube, wir müssen gleich die beiden Items finden. Oder können wir die kaufen? Warte mal, kann ich den irgendwie rechtsklicken? Hallo? Ich kann seine Rüstung klauen, Es tut mir leid. Du kannst deine Uniform wiederhaben. Kann ich vielleicht einen Apfel irgendwie mitnehmen? Komm schon, gönn den. Leute, ich glaube, den will er mir nicht geben. Doch, er hat mir den Apfel gegeben. Danke. Du kannst deine Rüstung wiederhaben. Und da vorne sind die Kisten. Ich glaube, da kommen wir aber nicht ran, Leute. Ich versuch's gerade irgendwie. Nein, ich kann die echt nicht berühren. Schade. Oder aufmachen. So. Dann gucken wir mal weiter im nächsten Raum. Denn jetzt gehen wir zur Mine. Let's go. Hey, wir müssen jetzt arbeiten, oder was? Das darf nicht wahr sein. Ich habe mich doch hier freigebaut und alles. Das war alles so schwer. Nein. Muss ich jetzt alle Blöcke abbauen, oder was? Ja, die kann ich abbauen. Und guck mal, es droppen so blaue Cobblestones. Krass. Okay. Und was müssen wir jetzt hier genau abbauen, Leute? Das frage ich mich gerade. Wir können die Steine leider nicht abbauen, sehe ich gerade. Das geht nicht. Es geht nur hier. Und wie tief geht das überhaupt? Lass mal kurz gucken. Okay, das geht gar nicht so tief. Vielleicht ist ja wieder irgendwo was versteckt, oder? Könnte sein. Hier ist Gold. Aber bringt uns das was? Keine Ahnung. Aber ich denke, hier könnte irgendwo wieder eine Kiste sein, Leute, wo noch was drin ist. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen Goldapfel und einen Diamantstand auf der Karte. Vielleicht finden wir das alles hier. Hoffe ich. Weil sonst werden wir gleich ein Problem haben, Leute. Kann ich ihm sagen... Da ist der Diamant! Nice, Leute, let's go! Wir haben schon einen Diamant, brauchen nur noch den Goldapfel. Vielleicht können wir den gleich irgendwie craften. Kann ich eigentlich seine Spitzhacke auch klauen? Und darf ich das? Deine Rüstung kannst du behalten. Ich will nur die Spitzhacke, bitte. Ja, Leute, ich habe die Spitzhacke hier. Deine Uniform kannst du wieder haben. Die brauche ich nicht. Hier, bitteschön. Keine Ahnung, ob ich das durfte, Leute. Aber ich kann hiermit eh keine Blöcke abbauen. Ihr seht es gerade. Schade. Ich hätte gedacht, vielleicht könnten wir so ausbrechen. Aber anscheinend erstmal nicht. Aber Leute, ich werde die Hoffnung niemals aufgeben. Wir werden noch den nächsten Schatz finden. Ich suche jetzt erstmal weiter, Leute. Und dann zeige ich euch, wenn ich was gefunden habe. Okay, Leute, ich habe jetzt alles hier mit der Hand abgebaut. Hat ein bisschen gedauert, aber. Guck mal, ich habe jetzt noch ein paar Erzen offen gelassen. Wir haben noch ein paar Eisen, ein bisschen Kohle. Und ich habe 3 Goldblöcke hier gefunden. Golderze meine ich so. Einer war das jetzt, hier der zweite und hier der dritte. Aber das reicht doch immer noch für keinen Goldapfel, Leute. Wir brauchen doch einen Goldapfel, steht hier. Wo kriegen wir den her, Leute? Ich baue mir den Rest auch noch ab. Und warte mal, nein, meine Eisenspitzhacke ist kaputt gegangen. Das war viel zu wenig. Nein. Aber egal, die Erzen brauchen wir, glaube ich, alle nicht mehr. So, dann lass hier mal wieder rausgehen, Leute. Wie kommen wir denn jetzt sonst weiter? Warte, wo war noch mal die Tür verschlossen? Ich glaube hier, oder? Können wir die jetzt schon irgendwie aufmachen? Ich muss hier kurz nachdenken, Leute. Oder kann ich hier vielleicht irgendwo was platzieren? Nein. Hä? Leute, guck mal, was ich gerade hier rausgefunden habe. Ich habe mir gerade seinen Kopf genommen. Und jetzt kann ich hier rüberspringen. Sonst geht es nicht. Seht ihr das? Ah, ich glaube, nur er darf hier durchgehen. Und wenn ich mich als ihn tarne, dann kann ich einfach wirklich durchgehen. Wie krass ist das? Leute, das wusste ich eben nicht. So, mal gucken, haben wir noch was? So, wir haben ganz viel Essen, Leute. Um Essen müssen wir uns erstmal gar keine Gedanken mehr machen. So, und hier ist der Goldapfel. Endlich, Leute, wir haben ihn gefunden. Let's go. Können wir das schon irgendwie zusammen craften, Leute? Funktioniert das? Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben schon mal die wichtigen Sachen. Warte mal, bei ihm konnten wir doch auch den Kopf wahrscheinlich dann wegnehmen, oder? Ich probier's doch mal. Ich hätte nicht gedacht, dass das gewollt ist, Leute, aber anscheinend doch. So, ich brauche auch seinen Kopf, Kumpel. Kann ich ihn haben? Dankeschön. Mal gucken, was wir gleich damit machen können. Vielleicht können wir jetzt irgendeine Tür öffnen oder so. So, Leute, ich tarne mich mal komplett als er. So, jetzt muss ich auch irgendwas machen können, oder? Leute, wir müssen das auch irgendwie zusammen craften können. Ich habe aber keine einzige Werkbank gefunden, Leute. Wir müssen ja den Goldapfel und den Diamant kombinieren. Hä? Leute? Guck mal, was passiert ist. Habt ihr es gesehen? Ein Jailbreaker. Warte mal. Wir können uns jetzt hier durchbauen, Leute. Seht ihr das? Das dauert zwar richtig lange, aber es funktioniert. Warte mal, jetzt können wir uns in diese Zelle da durchbauen, oder? Warte, wo wollten wir rein? Hier wollten wir rein. Let's go, Leute. Ich glaube, hier können wir nicht abhauen. Das muss ich jetzt alles mit der Hand abbauen. Und dann können wir gleich da runtergehen. Seht ihr das? So, Leute, wir können gleich raus. Das erste habe ich jetzt schon abgebaut, oder? Und zack. Komm schon, ich will schnell durch, bitte. Ich muss mich beeilen. Bevor die mich wieder kriegen, Leute, komm schon. Und geh auf. Ja, schnell, Leute. Wir müssen schnell runter hier weg. Und für was waren die Fallen und alles, Leute? Das muss ich noch herausfinden. Vielleicht brauchen wir die gleich. So, hier ist eine Kiste. Können wir uns auch durchbauen? Nein.
Aber vielleicht kann ich hier den Schalter platzieren. Ja, kann ich. Und jetzt kann ich ja runtergehen, Leute. Oh nein, ich muss ja richtig aufpassen. Warte, komme ich überhaupt runter? Ja, komme ich. So, jetzt darf ich... Oh, Leute, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Zeit und wir müssen uns beeilen. Wo kriege ich hier wieder Luft? Hä? Wo geht's hier weiter, Leute? Seht ihr das? Oh, atmen kann ich gerade irgendwie durchgehend, okay. Aber was bedeuten hier die ganzen Farben und so, Leute? Zeigt uns das irgendeinen Weg? So, wir können auch mal hochgehen. Gibt's hier einen anderen Weg? Hätte ich auch woanders runterkommen können? Nein, Leute, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen echt hier lang. So, dann lass mal genau hingucken. Die Blöcke, die zeigen alle nach da. Drei Stück haben wir von denen. Wir haben auch drei von denen. Und wir haben zwei Lampen. Hä? Leute, guck mal, ich bin da gerade draufgegangen. Die Farbe hat sich geändert. Habt ihr das gesehen? Warte, ich gehe hier nochmal drauf. Und zack, funktioniert das. Ja, die Farbe ändert sich, hä? Was heißt das jetzt, Leute? Ich glaube, ich muss einfach auf die Blöcke erstmal drauf. Mach ich mal. So muss ich auch auf die grünen drauf. Ja, die werden alle blau. Okay, dann lass mal weiter gucken. Jetzt sind die alle blau geworden. Was jetzt? Hier ist noch einer grün. So, den habe ich auch blau gemacht. Okay, Leute, hier hat sich auf jeden Fall nichts geändert. Ich gehe mal vielleicht oben gucken, oder? Hä? Leute, guck mal, ich kann hier durchgehen. War das eben schon offen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wir haben das eben aufgemacht. Oh, ist voll dunkel, Leute. Aber wie geht's hoch? Wo kommen wir hin? Hä? Wo bin ich? Leute, war das richtig? Bin ich hier richtig gelandet, Leute? Nein, hier ist, glaube ich, ein Jump'n'Run. Guck mal. Der Block kommt und verschwindet wieder, oder? Ja, die gehen jedes Mal weg, Leute. Okay, ich warte erstmal ein bisschen. Bis die erstmal richtig da sind. So, der ist da. Jetzt muss ich auf den nächsten warten. Ich rüber hier. Und weiter, Leute. Jetzt sind wir einfach hier bei einem Obby. Ah, wieso habe ich den Sprung nicht geschafft? Moment. So, zack, ich mache die schnell nochmal. Irgendwie. Hey, das muss ich mal am Block. Wirklich, Leute. Als ob ich den nicht schaffe. Hier, seht ihr das, Leute? Wenn ich den da hinwerfe, der knallt dagegen. Hier muss ich mal am Block. Merke ich mir. Können wir dann schon hier rüberspringen? Ja, das geht, Leute. Nice. So, ach nein. Jetzt aber komm schon, Leute. Ich muss hier einen Sprung schaffen. Und rüber hier. Zack. Kann ich nicht einfach darüber springen? Das ist wahrscheinlich wieder eine unsichtbare Wand, Leute. Deswegen springe ich erstmal hier rüber. Und das muss ich wahrscheinlich. Und jetzt kann ich darüber, oder? Oder geht's hier noch woanders lang, Leute? Keine Ahnung. Let's go, lass darüber. Hä? Hier wird's voll dunkel, Leute. Wo muss ich hier hin? Wo geht's hier weiter? Hä? Ich hab meine Items verloren. Wo bin ich? Nein, ich muss wieder weiter schwimmen, Leute. Oh. Ich hoffe, ich kann immer noch unendlich viel atmen. Sonst hätte ich gleich ein Problem, Leute. Nein, kann ich nicht mehr. Oh, Leute. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Ich habe nicht so viel Zeit. Was muss ich denn hier tun? Hä? Ich glaube, ich spiele irgendein Spiel. Oder ich glaube, das muss da rüber, oder? Komm schon. Funktioniert das? Ah. Guck mal, ich muss die grüne Farbe da nach unten kriegen, oder was? Aber wohin muss die? Zu gelb? Ich probier's mal. Zack. Nein, ich wurde aufgegessen. Muss ich zu rot? Leute, was muss ich hier tun? Ich krieg gerade auf jeden Fall richtig viel Schaden, Leute. Ich muss mich richtig beeilen. So, ich kann das orange färben. Okay, vielleicht muss ich alle nur einfach orange färben. Probiere ich mal. So, Leute, jetzt habe ich schon zwei orange gefärbt. Und jetzt ganz vorsichtig runter zu dem nächsten. Ja. Zack, zack, zack. So, und jetzt kann ich da durch, oder was? Jetzt ganz vorsichtig wieder hoch, Leute. So, dann hier nach links. Und können wir da durch, bitte? Hä? Das war falsch. Oh nein, Leute, es war richtig. Hier ist die Tür aufgegangen. Alles gut. Okay, Leute, das war, glaube ich, alles richtig. Aber wie komme ich hier wieder weg? So, ganz schnell rüberschwimmen. Ah, ich bin zurückteleportiert. Raus hier, Leute. So, erstmal ganz vorsichtig vorbei. Und jetzt kann ich hier die Blöcke holen. Hier sind richtig viele. Ich glaube, das hat sich hier jetzt so aufgebrochen, oder? So, ich habe 9 Blöcke. Liegen keine mehr. Schnell hoch hier. Komm schon. Wir kommen weiter und... Ja, was muss ich hier tun? Leute, kann ich die Blöcke hier platzieren? Wo geht's hier weiter? Okay, zack, Leute. Ich wurde teleportiert. Nice. Und wo muss ich jetzt lang? Das sieht hier aus wie ein Labyrinth, oder was? Guck mal, da ist eine Kiste. Let's go, hier war ein Dia drin. Perfekt. Hier ist hier noch was versteckt, Leute. Ich muss gucken. Okay, ich sehe nichts. Da oben ist noch eine Kiste. Da ist auch ein Dia drin, als ob, Leute. Können wir die Tür einfach aufmachen? Und warum sind hier rote Blöcke? Können wir die abbauen? Nein, können wir nicht. Zeigt das irgendwo lang? Da oben ist was Rotes. Nein. Wie kommen wir da hin, Leute? Können wir da irgendwie hochspringen? Ich weiß nicht. Ich glaube erstmal nicht. Oder kann ich hier die Blöcke platzieren? Nein. Egal, wir gehen ja erstmal durch, Leute. Aber ich kann hier noch weiter gucken, okay? Da oben haben wir die Kiste eben geholt. So, Leute, hier geht's wieder weiter. Wo müssen wir jetzt hin? Hä? Kommen wir irgendwo durch? Okay, Leute, ich glaube, hier ist wieder irgendein Rätsel, oder? Weil die roten Blöcke müssen doch irgendwas bedeuten. Brauche ich die Dias? Oder die Steine? Nein. Ah, hier geht's doch noch weiter. Okay, was ist denn da? Guck mal. Hä? Darf ich das berühren? Ich komme da gar nicht durch. Leute, wie krass. Ach, guck mal, ich kann hier gar nicht vorbeigehen. Hier sind unsichtbare Blöcke. Seht ihr das? Ich kann da nicht drauf gehen, okay? Dann muss ich hier halt so durchgehen, Leute. Mach ich mal. Und warum steht hier ein Baum? Ein blauer Baum? Komisch, Leute. Hier kann ich hochgehen. Aber warte mal, hier ist noch ein Diablon. Können wir den abbauen irgendwie? Nein! Den würde ich gerne noch mitnehmen. Oder kann ich da drauf? Was bringt uns das, Leute? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein Checkpoint. Kann sein. Okay, lass jetzt mal weitergehen. Und hier ist noch eine Kiste. Jetzt haben wir drei Dias.
Müssen vielleicht die drei Dias da reinwerfen? Wir probieren es mal. Was sollen wir sonst tun? So, nein, bringt nichts. Leute, guck mal, wenn wir draufgehen, da steht, wir brauchen 5 Diamanten und wir haben erst 3. Nein, wir müssen noch 3 Stück finden. Hä? Leute, guck mal, hier konnte ich rechts klicken. Hier war noch ein Dia drin. Ah, deswegen hat das geleuchtet. Da war einfach einer drin. Perfekt, jetzt haben wir 4. So, wir müssen noch einen finden. Und eigentlich müsste jetzt hier die ganze Zeit Wasser kommen, aber irgendwie passiert bei mir hier nichts, Leute. Ich weiß nicht warum, bei mir läuft die Map irgendwie ein bisschen schief. Aber egal, Leute, wir werden die letzte Kiste, glaube ich, auch noch finden. Oh, aber hier, Leute, konnten wir auch noch durch, habe ich nicht gesehen. Und hier ist die Kiste, ja, wir haben die 5 Dias. Let's go, Leute. Jetzt müssen wir endlich durchgehen können. Let's go, wir haben keine Zeit, beeilt euch. Wir müssen hier aus dem Gefängnis raus und ich war da drauf. Und was jetzt? Hä? Und wo bin ich jetzt, Leute? Hier steht, öffne mich. Wie öffnen? Hä? Ach, das ist eine Tür. Let's go, Leute, wir können durchgehen und... Ja, wir haben es geschafft, Leute. Hier sind die ganzen Social Medias von denen, die das gebaut haben. Hier die Namen: ValentinX110, Simon1123, sowie Entlion. Leute, falls euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Oh, was passiert jetzt? Kann ich hier hochgehen? Hier ist, glaube ich, die ganze Map, Leute. Die können wir uns jetzt nochmal angucken. Und hier war das Crafting-Rezept und alles. Lasst ein Like da, wir sind ausgebrochen. Ich fliege jetzt schnell nach Hause. Und dann würde ich sagen, tschüss!